So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Und ja, es ist mal wieder mein Tier-ABC. Der Buchstabe C, Ausgabe 3. Mit Christian, das Chamäleon. So, und ich habe es ja auch immer gesagt, ich hatte ja damals das A angeboxt. Fand ich richtig cool und witzig, dass ich nicht die Serie holen werde. Nur ab und zu die Buchstaben, die ich gebrauchen kann oder eben, wenn bestimmte Figuren dabei sind, die ich cool finde. Das dazu. Deswegen wird das jetzt mal wieder eins sein, mein Tier-ABC, Ausgabe 3, weil die kosten ja jetzt 10 Euro. Das ist schon eine Hausnummer, muss man ehrlich sagen. Aber nichtsdestotrotz habe ich mir gedacht, das Chamäleon, das gefällt mir. Kann ich gebrauchen, mache ich mal wieder ein Video von mein Tier-ABC. Aber nichtsdestotrotz gucken wir uns das jetzt alles an, die Ausgabe 3. Wie gesagt, 10 Euro kostet es für denjenigen, der sie sammelt, haben möchte oder. Aber, wie gesagt, was bekommt ihr für 10 Euro? Das schauen wir uns jetzt alles mal an. Auf jeden Fall das Chamäleon Christian. Oh, der Kopf. Seht ihr? C. Sieht putzig aus. Muss man echt lassen. Passt zu das? Ah, der Affe. Guckt mal, wie Christian den Affen so schön anguckt. Nein, Scherz beiseite. Aber wie gesagt, ich mache nur aus meinem Tier-ABC Buchstaben oder Tiere, die mir gefallen oder die ich gebrauchen kann. Alles andere müsst ihr woanders gucken. Aber dazu gibt es noch das Buch. Dann haben wir hier was, ihr seht schon, was zum Malen. Geschichten. Ah, farblich. Rätselspaß über das C. Das ist also das Große, aber es geht ja hauptsächlich um den schönen einbandend, schön verpackt. Mein Tier-ABC. Der Buchstabe C mit Christian, das Chamäleon. Und da gucken wir jetzt mal rein. Erste Seite, seht ihr, da haben wir sofort das D, das E ist natürlich auch witzig. Vielleicht kommt das ja. Und so weiter, Bestellschein und. Und hier seht ihr jetzt die ganzen Buchstaben. Welches ist dabei, was euch gefallen würde? Schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Das U ist auch nicht schlecht. Der Panda-Bär. Aber das E, der Elefant, dann gucke ich mir genau an. Und die Giraffe wahrscheinlich. Das sind so Sachen, die ich vielleicht machen würde. Nashorn. Sonst, ja, nicht so wirklich. Häschen zu Ostern passt natürlich. Aber ihr werdet sehen. Ab und zu werde ich vielleicht noch eins anboxen. Aber nicht zu trotz blättern wir jetzt weiter rum. Und jetzt fängt die Geschichte an von Christian. Ihr seht, schön durchzulesen. Dazu gibt es natürlich immer nette Bilder. Und seht ihr, diesmal ist das C natürlich in dick. Aber so, die ganze Geschichte ist gleich schon wieder vorbei. Ihr seht, das Ende ist auf Seite 21. 21 Seiten, die Hälfte davon ist mal bemalt. Das bedeutet, 20 Seiten sind beschrieben. Das dazu. Und dann haben wir natürlich was Wissenswertes über Chamäleon. Und das ist nämlich auch immer so richtig schön interessant, so echt Fotos dabei zu haben. Der blaue sieht cool aus. Oder hier ein großes. Ah, hier haben wir alles mit C. Und dann nochmal Werbung über die ganzen Buchstaben. Also, nichtsdestotrotz. Mein Tier-ABC. Wie findet ihr das? Habt ihr schon eins oder mehrere? Habt ihr die ganze Serie oder wollt euch auch nur bestimmte holen? All das könnt ihr, sollt ihr posten, kommentieren, ganz wie ihr es sehen wollt.
Ich finde den Chamäleon nicht schlecht, passt zu meinem Affen, den schaut er auch natürlich richtig immer cool an. Aber nichtsdestotrotz, schreibt ihr mir jetzt alles in die Kommentare. Ich versuche natürlich davon irgendwas unter dem Video zu verlinken, wo ihr es sicher und bequem bestellen könnt. Aber das Allerwichtigste natürlich, bleibt gesund und dann guckt hin und schaut zu.